Schaust bitte drin und hörst auf spielen. Sascha. Herzlich willkommen im schönen Anglikon in der Schweiz. Wir sind Jenny. Und Sascha. Und wir sind die Swiss Bricks Builder. Wir lieben Klemmbausteine und möchten euch an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. So, heute hast du uns was mitgebracht von Lego, das ist richtig? Jawohl, das Set ist die 40596, das Lego Magic Maze. Das ist ein bisschen spezieller. Genau, das ist ein Gift with Purchase. Also das bekommt man nur, wenn man für einen gewissen Betrag bei Lego einkauft. Mhm. Lego weiß, wie man Geld verdient, weil ich habe das neue Viking Village gekauft. Und das war eben genau zu wenig, um das Maze zu bekommen, und wegen 20 Franken oder so. Und dann habe ich halt noch ein zweites Set dazu bestellt, damit ich das Was ist Set das zweite? Ein Mini-Build vom, also ein Disney-Set, das der Palast von Agrabah von Aladdin in Mini-Build. Das werde ich euch dann noch mitbringen. Also ein Micro-Build von? Ja, vom Palast von Agrabah. Also das kenne ich noch gar nicht. Tja. Muss ich mal schauen. Genau. Und, müssen wir noch miteinander reden. Gut. Genau. Herzige rosa Tüte, eben hier unten Limited Edition, weil es nur für gewisse Zeit eben im Lego Store erhältlich ist, nicht kaufbar, sondern eben, wenn man, glaube ich, für 180 Franken einkauft bei Lego, bekommt man das gratis dazu. Das Set hat 332 Teile, kostet offiziell 34,90, macht also so einen Teil, also Rappen pro Teil Preis von 10,5. Was doch relativ normale Lego-Preise sind. Also, wie gesagt, aber nicht kaufbar. Darum ist der Preis eigentlich auch nicht relevant, weil ich habe es sozusagen gratis bekommen. Wie gewohnt, Lego-Anleitung. Ich glaube, das kennt ihr alle. Ganz normale Lego-Anleitung. Ist relativ schnell aufgebaut. Vor allem habe ich gerade ein 5000 teilige Slots zusammengebaut, dann kommt dir das hier vor wie Duplo. So vom Größenverhältnis, dann ist das ruckzuck gebaut. Also ich hatte, glaube ich, 40 Minuten, das zusammenzubauen. Ist toll mit den verschiedenen Farben, einfach zu bauen. Genau. Also, und es hat ein bisschen thematisch was dabei, hm? Ja. Also es ist ja eigentlich ein Spiel. Ich kann es euch... Also, wollen wir die einzelnen Etappen zeigen, bevor wir anfangen? Ja. Ich nehme hier mal die Kugel kurz weg. Genau. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo ich vielleicht gerade eingreifen kann, weil ich ein bisschen schade finde. Sie haben für die Ersatzkugel hier eine Halterung gebaut, damit die nicht rumflutscht. Aber wenn man das Teil halt irgendwo hinlegen will, die zweite Kugel, klar, die kann man hier in das Ziel legen, aber es hat nicht gesichert. Da hätte sie die 3-4 Rappen noch rausgeben können, damit man eine zweite Halterung dahin machen hätte können, um das gut, beide Kugeln da zu befestigen. Kannst du ja theoretisch gesehen noch machen. Ja, logisch. Ist ja kein Problem. Aber ich sage, wenn nett wäre es gewesen, wenn es dabei gewesen wäre. Ja, nicht jeder, der Lego hat heutzutage, ist Mocker. Oder? Genau. Also, hat die Teile, um Sachen sich selber noch anzupassen. Also vielleicht einfach das Grundsätzliche, falls ihr es noch nicht mitbekommen, ihr kennt sicher diese Geschicklichkeitsspiele, dem ist es nachempfunden, also man hält das an diesen Griffen hier und dann muss man diese Kugel durch dieses Labyrinth bewegen. Genau. Und da gibt es eben jetzt verschiedene... Kann ich ja mal zeigen. Verschiedene Etappen. Also man beginnt hier oben durch diese geführte Kurve, dann fällt es da rein und geht durch ein nicht sichtbares Labyrinth. Da muss man halt etwas rumpröbeln, bis die Kugel hier rauskommt. Dann haben wir so ein Sand, Sandhindernis, Wellen,
Parkour, dann durch eine Schlucht. Und dann muss man hier mit etwas Feingefühl von Kiste zu Kiste springen oder Treppchen einfach rauf, Treppchen runter. genau. Dann kommen wir in die Bienenwabe. Hier einmal um die Bienenwabe rum. Finde ich übrigens sehr hübsch hier, wirklich hast du Ja. so ein Korb, Bienenkorb ja, genau. und so das Bienchen. Ein Round-Teil, einmal eins, mit einem Print von einer Biene. Was ich super süß finde. Genau. Und dann haben wir eine Kippschaukel. Die ist wirklich cool gebaut, muss ich sagen. Die geht auch immer in die gleiche Richtung. Ja, Also weil sie unten geht einfach, auf der einen Seite hat sie einfach unten noch Gewicht. Gewicht dran. Genau. Genau, ist so ein bisschen technisch angehaucht. Genau, dann geht man hier durch diesen Canyon. Das ist einfach genug Wo man. schmal, damit die Kugel da einfach durchflutscht. Dann um diese, hältst du es wieder so, bitte? Ah, true. Hier geht die Kugel einfach relativ easy durch. Dann geht man hier durch dieses Drehkreuz zurück über diese Brücke, wo man etwas sachte sein muss, damit die Kugel nicht runterfällt. Und dann hier über diese dünne Teil, über diese Teilbrücke. Wobei es hier wirklich genug breit ist, dass die Kugel Ja, runterfahren kann. genau. Und dann muss man an diesen, keine Ahnung, rosa Noppen. Cotton Candy Ding vorbei, kommt auf die Weide mit dem süßen Schwarznasenschaf, den Bäumchen und dem Marienkäfer. Marienkäfer und dann geht der Delfin, hier ist es nämlich das Auge vom Delfin, von der Seite in die Muschel. Also ich glaube, es soll einen Delfin darstellen. Und da wäre dann das Ziel. Also man hat. Teilemäßig finde ich eigentlich cool, dass sie halt wirklich ein paar süße Sachen reingepackt haben. Also ich finde für das, dass man das gratis bekommen hat, also klar, eben 35 Franken wäre der Preis dafür, wenn man es kaufen könnte, ist nicht schlecht, finde ich. Es ist süß gemacht. Man hat schon mal 10 Minuten Spaß, wenn man das mal probiert. Das Bauen macht auch Spaß mit den verschiedenen Farben und so weiter. Einfacher Bild. Ja, also. Bisschen Farben soll ich hier. Ja, das ist hier aber total gewollt. Um bei unseren Bewertungen zu bleiben, Bauspaß. Ja, also ich hatte mega Spaß, es ging halt mega kurz. Ich würde sogar sagen, ja, wir dürfen ja keine halbe verteilen, oder? Also ich sage 5 bis 6 von 6. Also ich hatte mega Spaß dran. Ich fand es auch lustig, 10 Minuten mit dem Ding rum zu probieren. Danach, wenn du mal weißt, wie es geht, Ja, dann ist logisch. es natürlich nicht mehr so spannend. Die Komplexität. Gar nicht. Also 1. 2 von 6. Man muss eine Anleitung lesen können. Nein, es ist super einfach. Die Anleitung ist übrigens normales Lego-Niveau. Ganz normal. Also, nichts zu bemängeln. Teileliste, alles dabei. Mit diesem Balken, der neuerdings überall dabei ist, wie weit du im Bild bist. Also am Ende, wenn dieses Pünktchen am Ende bist, bist du ja Was ich spannend finde, also war ja klar, aber es hat keinen QR-Code vorne drauf. Vorne. müsstest du einen haben? Es gibt ja Da? Aha, bei den nein. Anleitungen gibt es ja jetzt QR-Codes vorne drauf, die kannst du einscannen und dann Ja, weil du es kriegst du ja nicht 20 Punkte gekauft eben. hast. Ja, wahrscheinlich darum. Kriegst du ja 20 Punkte Ja. dafür, bei VIP-Punkte. Ich habe die, ehrlich gesagt, noch nicht eingelesen bei mir. Ich habe es gestern gemacht, habe 120 gekriegt. Okay. Ja gut, ich meine, ich habe jetzt noch nicht so viele neue aufgemacht. Die werden dann schon noch ein bisschen was geben, aber. Also ich sehe da noch genug rumstehen. Ja. Wir waren bei Baustars von 5 bis 6 von 6. Komplexität waren wir bei 2 von 6. Und was hatten wir noch? Stabilität. Stabilität. Ja, Bis sechs. auf die Kugel. Ja, aber da, also Bis auf die eine sechs, Kugel. 6 von 6. Also da kam bis auf die Kugel. Also Da kann nichts passieren. logischerweise passiert da gar nichts. Keine Teile, die irgendwie wegbrennen. Also klar, wenn man. Aber. Und eben, ich finde,
Auch die Halterung hält total gut. Ja. Für die Ersatzkugel, da passiert gar nichts. Und logischerweise, wenn man die Kugel raufstellt, fällt sie runter. Aber ja, also von mir aus gesehen, Stabilität 5 und 6. Willst du mal zeigen, wie es funktioniert? Gib mir Mühe. Also. Das ist jetzt der tricky Part. Ui, eben genau das passiert gerne. Ja, du hast einfach übersprungen, aber sonst wäre ja gut Ja, gewesen. ja. Vorführeffekt. Wirst du nervös? Ja, ein bisschen. Also der schwierigste Part ist eigentlich hier durch die Blumenwiese zu kommen. Und man ist im Ziel. Soll ich auch noch probieren? Kommen wir gleich zum Hashtag. Hashtag, gib mir die Kugelbahn. Ist nicht schlecht, der ist nicht schlecht. Sascha ist unser Hashtag-König. So 95% von den Hashtags sind auf Saschas Mist gewachsen. Ja, das ist, den muss man tatsächlich ein bisschen üben, das mit den Kisten. Ja, sehr schön. Perfekt. Oi, das war zu viel. Rausgefallen. Du weißt, wie Schwerkraft funktioniert, oder? Nö. Irgendwie verkehrt. Einmal rüber. Mist. Also auch für unseren Bewegungslegastheniker durchaus machbar. Ich habe ja was an der Brille, da Ja, beißt mich ein das wenig. kenne ich. Genau. Eigentlich gibt es gar nicht mehr viel dazu zu sagen. Nee, ist ganz süß. Süßes kleines Ding. Wie gesagt, 10 Minuten voller Spaß. Wirst du gerne da zu Hause ausstellen? Nein, tatsächlich glaube ich, geht das ins Part-out. Wahrscheinlich schenke ich das 500 Humor. unserem Brickhändler des Vertrauens, Bricklink-Händler des Vertrauens, fürs Part-out. Weil eben, wenn du es mal, irgendwann hat das so den Spaß verloren. Gut. Ja. Dann Wünschen wir euch einen schönen Restsonntag, schönes Wochenende bis zum und nächsten Mal. ciao zusammen! Tschüss.